So, Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben steht vor der Tür, als ist jetzt wohl der beste Zeitpunkt, sich die Charaktere etwas genauer anzuschauen. Willkommen AbenteuerInnen, zukünftige GeschichtenerzählerInnen und alle, die sich in meine kleine, bescheidene Taverne verirrt haben, für eine kurze Rast. Wenn du zu meinen Abo-Stammgästen oder noch besser zu meinen Glocke-aktivierenden Üblichen gehörst, dann sage ich auf jeden Fall willkommen zurück und such dir doch einfach was zum Essen und zum Trinken aus. Das Ganze geht natürlich auf mich. Vor knapp 2 Wochen oder so hat Dungeons & Dragons bzw. D&D Beyond was ziemlich Cooles rausgebracht, und zwar die offiziellen Charakterbögen zu den Charakteren aus Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben. Bedeutet, wenn du selbst als einer der Figuren spielen möchtest oder sogar einer der Figuren als NPC bzw. sogar als Gegner in deiner Kampagne haben willst, dann steht dem nichts im Wege. Ich persönlich finde das richtig geil und dachte mir einfach mal, wir können uns gemeinsam diese Charakterbögen anschauen, mal ein bisschen darin schmökern und so schauen, was wir herausfinden können. Die Idee, dieses Video zu machen, kam mir tatsächlich durch diesen Kommentar, der mich erst auf die Charakterbögen nochmal hingewiesen hat. Deswegen vielen lieben Dank dafür. An dieser Stelle will ich noch 2 kleine Sachen sagen. Erstens, was ich unbedingt sagen muss, es wird definitiv kleinere Spoiler in diesen Charakterbögen geben, weil auch hier auf die Hintergrundgeschichte eingegangen wird. Bedeutet, wenn du ganz unvoreingenommen in den Film reingehen möchtest, dann kannst du dieses Video hier skippen und es dir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angucken. Und die andere Sache, die ich unbedingt erwähnen möchte, ist ein riesen Shoutout an die Seite dnddeutsch.de. Denn um mir das Ganze etwas einfacher zu machen und das Video hier auch nur in einer Sprache zu halten, habe ich tatsächlich alles übersetzt. Von den Statusblöcken über die Hintergrundgeschichte und generell alles, was ich auf D&D Beyond finden konnte. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer gewesen, da ich sowieso die meisten Bücher auf Deutsch habe und sich alles eigentlich relativ fix übersetzen ließ. Aber manchmal kommt man eben nicht sofort darauf, wie ein gewisser Zauber auf Deutsch heißt oder wie eine bestimmte Fähigkeit vielleicht besser umschrieben werden könnte. Und da hat mir dnddeutsch.de echt super viel geholfen. Denn auf der Seite selbst könnt ihr jeden Zauber, jede Fähigkeit, jedes Monster, egal was es auch ist im D&D-Universum, entweder auf Deutsch oder auf Englisch eingeben. Und es wird euch den entsprechenden Artikel dazu liefern und euch sogar sagen, wo ihr das in welchem Regelwerk finden könnt. Das ist richtig insane und hat mir extrem geholfen. Deswegen danke, danke, danke. Leider kann ich euch meine Übersetzungen nicht einfach so zeigen oder weitergeben, weil das Ganze natürlich auf einem anderen urheberrechtlich geschützten Text steht. Hey, hier ist Tommy aus dem Schnitt. Ich habe mir das Ganze noch einmal angeguckt. Es gibt ja die D&D Fan Policy und die erlaubt es mir tatsächlich, offizielles Dungeons & Dragons Material zu verwenden, anzupassen und zur Verfügung zu stellen, unter der Bedingung, dass ich das kostenlos mache. Das war sowieso von Anfang an mein Gedanke dahinter. Und ich muss klarstellen, dass es sich hierbei um eine inoffizielle Übersetzung handelt. Also noch einmal ganz offiziell: unten in der Beschreibung bzw. unten im angepinnten Kommentar findet ihr meine inoffizielle Übersetzung der Charakterbögen von Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben. Schaut euch das Ganze gerne an, verwendet es selbst und falls euch irgendwelche Fehler auffallen bzw. ihr irgendetwas anders übersetzt hättet, schreibt mir auch das gerne unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Video. Also auch wenn wir jetzt gleich das Ganze auf Englisch sehen werden, kann ich es trotzdem super einfach auf Deutsch übersetzen, weil ich einfach schon die Vorarbeit geleistet habe und das kommt natürlich auch dir zugute. So, und da sind wir schon auf der D&D Beyond-Seite. Das Beste an der ganzen Geschichte habe ich noch gar nicht erwähnt. Ihr bekommt tatsächlich mit eurem D&D Beyond-Account diese Charakterbögen komplett gratis. Du musst im Prinzip nur hier draufklicken, da sind die ganzen Charakterposts sozusagen, und dann kannst du das einfach zu deinem Account hinzufügen. Ganz einfach. Fangen wir aber direkt mit dem ersten Absatz an. Eine Handvoll Charaktere aus dem Film Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben werden hier als NPCs vorgestellt, die du dann in deine Kampagne einbauen kannst. Die Werteblöcke in dieser Sammlung sind ähnlich aufgebaut wie im Monsterhandbuch. Wenn du mit dem Format der Werteblöcke nicht vertraut bist, lese dir die Einleitung des Monsterhandbuchs durch, bevor du fortfährst. Dort wird die Terminologie der Werteblöcke erklärt und es werden die Regeln für verschiedene Eigenschaften von Monstern angegeben. Informationen, die hier nicht wiederholt werden. Dann geht's auch direkt weiter mit ungewöhnlichen Attacken und Magien, denn auch wenn es gewöhnliche Charaktere aus D&D sein sollen, sind sie trotzdem etwas Besonderes. Natürlich, es ist der erste D&D-Film nach Jahren. Ja! Einige Kreaturen, in dem Fall die Charaktere, verfügen über Waffen, die ungewöhnliche Schadensarten verursachen und über Zauber, die auf untypische Weise funktionieren. Zum Beispiel verursacht Forge Fitzwilliam
By the way, versucht das mal 100 Mal hintereinander zu sagen, ich raste jedes Mal aus. Mit seiner schweren Armbrust zusätzlichen Giftschaden. Dieser zusätzliche Schaden ist kein besonderes Merkmal der Waffe. Eine solche Ausnahme ist ein besonderes Merkmal seines Statblocks und stellt dar, wie er als NPC seine Waffe benutzt und seine Zauber wirkt. Die Ausnahme hat keinen Einfluss darauf, wie eine Waffe oder ein Zauber bei einer anderen Kreatur funktioniert. Bedeutet, wenn du es jetzt zum Beispiel schaffst, Forge Fitzwilliam als NPC-Gegner sozusagen auftreten zu lassen und deine Truppe besiegt ihn und jemand nimmt sich die Armbrust, dann heißt das nicht automatisch, dass er mit der schweren Armbrust ebenfalls Giftschaden anrichtet. Das gilt nur speziell für seinen Charakter. Und dann geht's auch schon los mit dem allerersten Charakter aus dem Film, und zwar der Tiefling-Dame Doric. Ihr wisst schon, diejenige, wo sich das halbe Internet darüber aufgeregt hat, dass sie sich in einen Eulenbären verwandeln kann. Ach ja, wie furchtbar. Lesen wir aber erstmal was zu ihrer Hintergrundgeschichte. Tiefling Doric wurde von einer Waldelfenenklave in Neverwinterwald aufgenommen, nachdem sie als Kind dort ausgesetzt wurde. Und sie bewacht ihre Adoptivgemeinschaft mit der Wildheit der Natur. Der Zirkel des Mondes hat sie gelernt, auf ihre Urinstinkte zu hören, die sie selten in die Irre führen. Sie kann schroff sein, aber sie kämpft mit allen Mitteln für eine Sache, an die sie glaubt. Doric hat sich der Smaragdenklave angeschlossen, einem Netzwerk von Überlebenskünstlern, die sich um das Gleichgewicht zwischen Zivilisationen und Natur kümmern. Als der Lord von Neverwinter ihre Waldheimat wegen ihrer Ressourcen ins Visier nahm, scharte Doric den Widerstand um sich. Also schmiedest du Pläne, die fehlschlagen? Nein. Außerdem zupft er die Laute. Nicht relevant. So viel also zu Doric, und eine Sache möchte ich vorwegnehmen, bevor wir uns den Statusblock angucken. Sie ist einer der wenigen Charaktere, bei denen tatsächlich auch die Subklasse mit dabei steht. Wir können also direkt von dieser Hintergrundgeschichte erfahren, dass sie tatsächlich eine Druidin des Zirkel des Mondes ist und sich deswegen auch in verschiedene Tiere bzw. in eine Monstrosität verwandeln kann. Denn hier haben wir auch schon direkt den Statusblock. Und wenn man sich nur die linke Seite anguckt, dann ist die erstmal gar nicht so auffällig. Doric, ihr Name, eine mittelgroße, humanoide Person mit der Klasse Druiden, das wissen wir tatsächlich schon, und ihre Gesinnung ist neutral gut. Ihre Rüstungsklasse ist dank ihrer Lederrüstung, die sie auch im Film anhat, eine 14, eigentlich ganz okay, aber damit wird sie schon relativ häufig getroffen, schätze ich. Und ihre Trefferpunkte, das war so ziemlich das Erste, was mir aufgefallen ist, sind tatsächlich 104. Oder wenn man das selbst auswürfeln möchte, dann sind es 16 W8 plus 32. Daraus können wir tatsächlich Folgendes schließen. Doric ist Level 16. Ein enorm hohes Level, wenn wir ehrlich sind. Sagt uns auf jeden Fall, dass sie keine Anfängerin ist. Danach haben wir halt die Standardwerte, also Stärke ist 12, Geschicklichkeit ist 16, Konstitution 14, Intelligenz 16, Weisheit, also der Wert, der bei ihr am höchsten sein muss, ist dann 19 plus 4 und Charisma ist eine durchschnittliche 10. Dann haben wir noch die Rettungswürfe, in der sie geübt ist. In dem Fall sind es Intelligenz und Weisheit. Nichts Besonderes, das kommt einfach mit der Klasse. Und dann natürlich die Fertigkeiten. Also sie ist geübt in Motiv erkennen, Naturkunde, Wahrnehmung und Überlebenskunst. Als Tiefling ist sie natürlich resistent gegen Feuer, auch hier ist nichts ungewöhnlich, und sie hat Dunkelsicht auf 18 Meter und eine passive Wahrnehmung von 17. Das ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Bedeutet, sie ist sich definitiv sicher, was so in ihrer Umgebung stattfindet. Dann kommen wir zu den Sprachen. Sie kann die Gemeinsprache, sie kann Druidisch, natürlich, sie kann Elfisch, das ist interessant, sie kann Infernal, das kann sie als Tiefling normalerweise sowieso, und dann kann sie noch Sylvanisch, das ist einer der Sprachen in Faerun. Jetzt geht's aber ins Eingemachte. Was kann Doric eigentlich? Zuallererst hat sie Multi-Angriff. Bedeutet, sie kann mehr als nur einmal angreifen. Und zwar kann sie entweder zweimal mit ihren geformten Klauen angreifen, ein magischer Nahkampfangriff sozusagen, oder sie kann zweimal ihre Schleuder benutzen. Die haben wir tatsächlich auch schon im Trailer gesehen. Doric is a Druid. Natürlich, und das ist bei den meisten Klassen so, die zaubern können, kann sie sich auch dafür entscheiden, ihre Angriffsaktion gegen einen Zauber einzutauschen. Also dann zaubert sie halt statt anzugreifen. Wie gesagt, geformte Klauen, das ist das Erste, was wir hier sehen, ist tatsächlich ein magischer Nahkampfangriff. Hier ist eigentlich nichts wirklich besonders. Auch der Schaden ist so eher Durchschnitt, würde ich sagen. Auch die Schleuder ist relativ normal. Damit kann sie 9 bis 36 Meter weit schießen, ohne im Nachteil zu sein. Kommen wir nun aber zu den Zaubern, die Doric einsetzen kann. Und da kann sie entweder Zaubertricks anwenden oder zweimal pro Tag einer der folgenden Zauber verwenden. Bei den Zaubertricks haben wir Tierbote, Tiersinne und mit Tieren sprechen. Macht total Sinn, weil es einfach zu ihrem Charakter passt. Alles, was irgendwie mit Tieren zu tun hat. Zweimal am Tag kann sie Wunden heilen einsetzen, verstricken,
Feenfeuer und Donnerwoge. Nicht so viele offensive Zauber, dafür ein paar Zauber, die zum Supporten da sind, beziehungsweise zum Heilen, ziemlich ausgeglichen meiner Meinung nach. Wo es jetzt richtig interessant wird, ist tatsächlich bei ihrer Bonusaktion, die sie sozusagen zusätzlich zu ihrer normalen Aktion einsetzen kann. Denn sie kann Gestalt wandeln 5-mal am Tag einsetzen. Gestalt wandeln erlaubt es ihr tatsächlich, sich entweder in ein Tier des Schwierigkeitsgrad 3 zu verwandeln oder weniger, oder sie kann sich in den besagten Eulenbären verwandeln. Was ist das für ein Viech? Das ist ein Eulenbär. Das ist tatsächlich einer ihrer charakterspezifischen Fähigkeiten. Während sie sich in dieser Gestalt befindet, die bis zu 2 Stunden anhält, kann sie sich aussuchen, ob sie entweder all ihre Klamotten auf den Boden fallen lässt, ihre Klamotten sich einfach mit ihrer Gestalt vermischen oder sie die Klamotten sozusagen einfach anbehält in ihrer Gestalt. Also rein theoretisch könnten wir auch einen Eulenbären in Lederrüstung sehen und das ist schon ziemlich cool. Und entweder verwandelt sie sich eigenständig wieder zurück oder wenn sie in ihrer neuen Form besiegt wird, dann verwandelt sie sich auch wieder in den Tiefling zurück. Und während sie sich in dieser Form befindet, verändert sich tatsächlich ihr Statusblock in den Statusblock der Form, die sie gewählt hat. Das einzige, was gleich bleibt, sind tatsächlich ihre Trefferpunkte, ihre maximalen Trefferpunkte, ihre Bonusaktion, also welche Bonusaktion sie einsetzen kann, in dem Fall, dass sie sich verwandeln kann. Ihre Gesinnung bleibt auch gleich und sie behält tatsächlich ihren Intelligenzmodifikator, ihren Weisheitsmodifikator und ihren Charisma-Modifikator. Zu guter Letzt hat sie auch noch eine Reaktion übrig, und zwar den höllischen Tadel, ziemlich typisch für Tieflinge. Diese Reaktion darf sie 3-mal am Tag einsetzen und sie wird dann getriggert, beziehungsweise kann dann getriggert werden, wenn sie Schaden erleidet. Dann kann sie nämlich auf die Person zeigen, die ihr gerade Schaden zugefügt hat, und diese Person muss dann einen Geschicklichkeitsrettungswurf gegen 15 machen. Wenn sie den nicht schafft, dann erleidet sie 16 Feuerschaden, beziehungsweise, wenn man es auswürfeln möchte, 3W10. Sollte sie aber den Rettungswurf schaffen, dann erleidet sie natürlich nur halb so viel Schaden. Gehen wir nun aber zum nächsten Charakter, und zwar Edgin Darvis. Edgin Darvis hat ein Talent für Improvisation und Strategie. Er ist ein Musiker und Geschichtenerzähler, der sich in erster Linie auf sein Charisma verlässt und nicht auf Magie oder Muskeln, um Schwierigkeiten zu entgehen. Einst war er Mitglied der Harpers, einer Spionenorganisation, die sich zum Schutz des einfachen Volkes von Faerûn verschrieben hat. Doch Edgin hat seinen Eid abgeschworen und sich der Diebeskunst zugewandt, um seine Familie zu unterstützen. Edgins starker moralischer Kompass zwingt ihn dazu, nur von Leuten zu stehlen, von denen er glaubt, dass sie es verdienen, sowohl ihr Geld als auch ihr Gesicht zu verlieren. Ziemlich Robin Hood-Style, wenn du mich fragst. Edgins Selbstvertrauen und sein schneidiges Auftreten machen ihn zu einem natürlichen Anführer. Mit sorgfältig gewählten Worten inspiriert er die Mitglieder seiner Diebesbande zu Großem. Doch als seine Fehler aus der Vergangenheit aufgedeckt werden, muss Edgin die Konsequenzen ziehen. Er versucht nun, das Unrecht, das er begangen hat, wieder gut zu machen und sich denen zu stellen, die ihm Unrecht getan haben. Was genau ist deine Aufgabe? Ich bin ein Planer. Ich schmiede Pläne. Hier sind wir zum Beispiel bei einem Charakter, wo es nicht klar ist, welche Subklasse er hat. Aber nach dem, was ich gehört habe, würde ich jetzt mal persönlich schätzen, dass er ein Barde ist, und zwar mit der Schule der Eloquenz. Bei dieser Subklasse geht es tatsächlich auch sehr viel darum, mit seinen Worten Probleme zu lösen und weniger mit, naja, krassen Zaubern oder Angriffen. Wenn wir uns wieder seinen Statusblock angucken, sehen wir auch das Typische. Ich werde jetzt nicht immer wieder alles wiederholen, sondern versuche ein bisschen schneller durch die einzelnen Charaktere durchzugehen. Seine Gesinnung ist chaotisch gut, das passt irgendwie sehr gut auch zum Barden. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist tatsächlich, dass er anscheinend schon Level 17 ist. Ansonsten ist auf der linken Seite nicht sehr viel Auffälliges zu sehen, außer natürlich, dass auch Edgin wieder Multi-Attacks drauf hat. Und entweder kann er hier entweder 2-mal mit seiner verstärkten Laute angreifen oder 2-mal mit seinem Kurzschwert. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu den interessanten Zusatzschäden, die Charaktere machen können. Und zwar, wenn Edgin mit seiner verstärkten Laute trifft, die sehen wir auch hier im Hintergrund so ein bisschen, dann macht das erstmal nur 6 Trefferpunkte Schaden. Gar nicht so viel. Aber dazu kommen noch 11 Donnerschaden. Oder wenn man das auswürfeln möchte, 2W10 Donnerschaden. Bei der Laute kann ich das total verstehen, weil wenn er dann jemanden mit seiner verstärkten Laute trifft, dann macht das ja wie so ein Widerhall, wie wenn du jemanden mit einer Gitarre triffst. Klar, weil es ja einen Korpus hat. Aber er macht auch 11 Donnerschaden, wenn er jemanden mit seinem Schwert trifft. Das lässt sich mir jetzt nicht so einfach erklären, zumal es ja auch nur ein einfaches Kurzschwert ist und keine magische Waffe, sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob wir so etwas auch im Film sehen werden.
Ich schätze aber nicht. Des Weiteren gehört zu seinen Fähigkeiten die desorientierenden Worte. Das ist so etwas wie ein Zauber, den er immer wieder einsetzen kann, denn hier verhöhnt Etgen auf magische Weise bis zu 3 Kreaturen, die er im Umkreis von 18 Metern sehen kann. Diese Kreaturen müssen dann einen Weisheitsrettungswurf gegen Schwierigkeitsgrad 15 machen und wenn sie das nicht schaffen, dann erleiden sie tatsächlich 10 Trefferpunkte Schaden bzw. 3W6 psychischen Schaden. Das Interessante ist dann auch noch, dass sie im Nachteil sind bei ihrem nächsten Angriff, bis Etgen wieder am Zug ist. Also gerade wenn man im Team kämpft, kann man das sehr strategisch einsetzen. Aber es ist wie gesagt eine Aktion und keine Bonusaktion, also muss er sich entscheiden, ob er angreift oder eben die desorientierenden Worte einsetzt. Aber er hat tatsächlich auch noch ein paar Zaubersprüche auf Lager und zwar als Zaubertricks hat er entweder Freundschaft casten, um sich mit jemand anderem zu befreunden auf magische Art und Weise oder Botschaft bzw. Nachricht. Dreimal am Tag darf er dann noch Personen bezaubern einsetzen, ein sehr nützlicher Zauber, wenn du mich fragst. Und natürlich Selbstverkleidung, was irgendwie zu seiner geheimen Diebeskunst sehr gut passt. Ich frage mich tatsächlich, ob wir die Selbstverkleidung auch im Film sehen werden. Im Trailer hat man davon noch nichts gesehen, leider. Als letzten Zauber, und den kann er einmal am Tag einsetzen, hat er tatsächlich Einflüsterung. Damit kannst du eine Botschaft bzw. ja einen bestimmten Befehl sozusagen einer anderen Person einflüstern. Zu guter Letzt hat er als Reaktion, die er dreimal am Tag einsetzen kann, die badische Inspiration. Wie soll es auch anders sein? Das ist tatsächlich eine Änderung, die durch OneD&D passiert ist. Normalerweise war badische Inspiration immer eine Bonusaktion, die man einer anderen Person gibt, meistens aus seiner eigenen Truppe natürlich. Und diese kann dann entscheiden, wann sie die badische Inspiration einsetzt, um dann zum Beispiel einen bestimmten Würfel zu ihrem Ergebnis dazu zu würfeln. Mittlerweile ist es aber so, dass es eine Reaktion ist. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel als Charakter angreife und mein Wurf ist nicht hoch genug, dann kann Etgen als mein Verbündeter sagen, haha, du bekommst eine badische Inspiration, jetzt darfst du nochmal einen W8 dazu würfeln. Und so ist man viel mehr dazu geneigt, praktisch die badische Inspiration auch wirklich so mitten im Moment einzusetzen und nicht einfach so, ja, hier hast du und das gilt dann 8 Stunden. Finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich gute Änderung. Kommen wir aber zum nächsten Charakter, den ich absolut nicht gut aussprechen kann und das ist Forge Fitzwilliam. Gespielt von Hugh Grant. Forge Fitzwilliam ist ein Hochstapler, der andere mit Lügen und Schmeicheleien manipuliert. Der dreiste Kriminelle hat an der Schwertküste eine Spur aus gebrochenen Versprechen und falschen Identitäten hinterlassen. Hinter seinem gewinnenden Lächeln verbirgt er eine flexible Moral und einen einsatzbereiten Dolch. Forge genießt die schönen Dinge des Lebens, besonders wenn sie aus seiner eigenen Cleverness resultieren. Jahrzehntelange Raubüberfälle und Betrügereien haben seinen Durst nicht gestillt. Im Gegenteil, seine Ambitionen werden mit der Zeit nur noch größer. Ich will nicht sehen, wie du drauf gehst. Und genau deshalb verlasse ich jetzt den Raum. Charakterbeschreibung perfekt. Genau so stelle ich mir Hugh Grant als einen D&D-Charakter vor. Hier sehen wir auch nochmal sein wunderschönes Antlitz, komplett in Gold gekleidet, sehr cool charakterisiert. Ich bin echt gespannt, ob er ein Verbündeter sein wird im Film oder jemand ist, der am Ende die Truppe hintergeht. Wir werden es sehen. Aber eine Sache, die mich ein bisschen wundert, also klar, wenn wir das aus dem Kontext herausnehmen, dann lässt sich das schon irgendwie erklären, aber das sehen wir auch später nochmal im Status-Block. Hier steht nicht explizit geschrieben, dass er ein Schurke ist. Sein Charakterblock verrät uns Folgendes. Erstens, er ist neutral böse. Auch das passt irgendwie sehr gut. Und außerdem ist seine Rüstungsklasse 17. Das ist sehr, sehr hoch, besonders eigentlich für einen Schurken. Und das liegt tatsächlich nur daran, weil er die Eigenschaft entwaffnender Charme hat. Dazu kommen wir gleich nochmal. Außerdem, wenn dieser Zettel hier stimmt, steht hier im Prinzip drinne, dass er schon Level 20 ist, also das Maximallevel in D&D. Normale Statuswerte, er kann unter anderem auch die Diebessprache, nichts, was jetzt ungewöhnlich ist. Kommen wir jetzt aber mal zu diesem entwaffnenden Charme. Der bewirkt nämlich, dass seine Rüstungsklasse sich dadurch errechnet, dass man seinen Geschicklichkeitsmodifikator nimmt und seinen Charisma-Modifikator, der natürlich sehr, sehr hoch ist mit 20, also plus 5. Und das ist der Grund, warum seine Rüstungsklasse so immens hoch ist. Des Weiteren, und das ist irgendwie richtig cool, weil man das einfach in so einer richtig geilen Kampagne ausspielen kann, hat er die Fähigkeit Doppeltes Spiel. Wenn Forge einen verbündeten Gefährten trifft, dann gilt das automatisch als kritischer Treffer. Wenn ihr diesem NPC begegnet und glaubt, er ist auf eurer Seite und
er euch hintergeht, dann macht er richtig viel Schaden. Irgendwie liebe ich das. Dann hat er noch die Fähigkeit Entrinnen, die ist tatsächlich sehr typisch für die Schurkenklasse. Bedeutet einfach, wenn er einen flächendeckenden Angriff mit Geschicklichkeitsrettungswurf ausweichen möchte und das auch tatsächlich gelingt, dann nimmt er gar keinen Schaden und sollte er das nicht schaffen, also sollte der Geschicklichkeitsrettungswurf misslingen, dann nimmt er nur den halben Schaden statt den vollen Schaden. Können aber auch tatsächlich Monks, also wer weiß, vielleicht ist er ja irgendeinem Tempel beigetreten. Kommen wir jetzt zu seinen Multi-Attacken und bei ihm steht zum ersten Mal etwas anderes. Er kann entweder zweimal mit seinem Dolch angreifen oder zweimal mit seiner Armbrust oder jeweils mit einer. Also er kann jemanden mit einem Dolch erstechen und dann nochmal mit der Armbrust nachschießen. Dazu kommt noch der am Anfang erwähnte Giftschaden. Wenn er trifft, dann macht er erstmal nur 4 Schaden, beziehungsweise mit der schweren Armbrust sogar 7 Schaden. Aber wenn er treffen sollte, dann macht er noch zusätzlich 24 Giftschaden und die Person ist dann automatisch vergiftet. Das ist auf jeden Fall der Text, wenn er mit dem Dolch trifft. Sollte er aber mit der schweren Armbrust treffen, dann ist das Ziel zwar nicht automatisch vergiftet, aber sie hat automatisch einen Nachteil auf ihren nächsten Angriff. Das Ganze hält an, bis Forge wieder dran ist, aber so oder so kann man hier taktisch einiges rausreißen, weil entweder vergiftest du eine Figur oder du sorgst dafür, dass sie mit Nachteil angreifen muss. Das ist schon richtig bitter. Kommen wir nun zu den Bonusaktionen. Da kann Forge die raffinierte Aktion. Mit der raffinierten Aktion kann er als Bonusaktion statt als Aktion, die meisten Klassen müssen das tatsächlich als Aktion durchführen, entweder spurten, also das Doppelte seiner Bewegungsrate laufen, er kann einen Rückzug machen, also sich aus dem Nahkampfbereich eines Gegners entfernen, ohne einen Gelegenheitsangriff zu riskieren, oder er kann versuchen, sich zu verstecken. Was er aber auch machen kann, ist sich selbst einen Vorteil auf Angriffswürfe zu geben bis zum Ende seines Zuges. Bedeutet, Forge kann sich selbst einen Vorteil geben, wenn er versucht anzugreifen. Und wenn wir uns gerade seine beiden Angriffe angesehen haben, dann ist das schon sehr, sehr bitter. Als letztes hat er noch die Reaktion Unglaubliches Ausweichen, was so viel bedeutet wie, dass er einmal pro Runde den Schaden, den er selbst erleidet, einfach halbieren kann. Das ist echt bitter. Also Forge willst du nicht als Gegner haben. Jetzt geht's richtig rund. Es ist Barbaren-Time. Holger Kilgore. Ich freue mich einfach so sehr auf diese Rolle von Michelle Rodriguez, weil sie einfach auch schon auf Twitter geschrieben hat, dass sie früher als Kind extrem viel D&D gespielt hat. Holger Kilgore ist Mitglied des Utgard Elk Tribe und hinter ihrer Stärke und ihrem finsteren Blick verbirgt sich ein großzügiges Herz. Sie ist eine Frau der wenigen Worte, die ihre Taten und Schläge für sich sprechen lässt. Also ist sie im Prinzip Drax von Guardians of the Galaxy, was okay ist. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann mal davon wegkommen, Barbaren immer nur auf dieselbe Art und Weise zu schreiben. Holger ist eine furchterregende Kämpferin, wenn sie in Rage ist, und sie setzt alles ein, was ihr in die Hände kommt. Von Waffen bis hin zu Snacks. Das will ich im Film sehen. Ihre unerschütterliche Loyalität macht sie zu einer erbitterten Verteidigerin von Verbündeten, insbesondere ihres besten Freundes Edgin. Nachdem Holger von ihrem Clan verbannt wurde, irrte sie orientierungslos umher und sehnte sich nach Anschluss. Jetzt, da sie bei Edgin und seiner Diebesbande ein neues Zuhause gefunden hat, wird sie nicht kampflos eine weitere Familie verlieren. Du packst das, oder? Nein, ich schon, du nicht. Und da haben wir auch schon den Statusblock von Holger Kilgore. Sie ist ebenfalls chaotisch gut, hat eine Rüstungsklasse von 15 wegen ihrer ungerüsteten Verteidigung, ziemlich typisch für Barbaren. Und ja, danach ist ehrlich gesagt nicht viel, was auffällig ist, bis auf zwei Sachen. Erstens, sie ist schadensresistent gegen Blitzschaden wegen ihrer Dunkelstahl-Großaxt. Die haben wir, glaube ich, auch schon im Trailer gesehen, wenn ich mich nicht irre. Die andere Sache ist, dass sie die Gemeinsprache spricht und die Halblingssprache. Ich frage mich, ob das tatsächlich zum Einsatz kommt im Film, weil sie selbst ist ja nur ein Mensch. Also hat das vielleicht irgendeinen Grund, dass sie diese Sprache spricht. Ansonsten kann sie rücksichtslos angreifen. Das passt sehr gut zur Barbarin. Bedeutet, dass sie mit Vorteil angreifen kann, aber leider auch, dass sie mit Vorteil angegriffen werden kann bis zu ihrem nächsten Zug. Das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die sehr riskant sein kann, weil damit gehst du zwar sicher, dass du triffst, aber du gehst auch sicher, dass du getroffen wirst. Dann hat sie noch ihre besondere Ausrüstung und dazu zählt eben diese Dunkelstahl-Großaxt. Hier steht auch drin, dass es sich dabei um eine magische Waffe handelt, die
die ihr eben die Resistenz gegen den Blitzschaden gibt. Aber mehr erstmal nicht. Dann kann unsere gute Holga gleich dreimal hintereinander angreifen. Ungewöhnlich, wenn ich mich nicht recht erinnere, für einen Barbaren Level 16, aber sie kann es halt. Und das kann sie entweder machen mit ihrer Dunkelstahl-Großaxt oder mit einer improvisierten Waffe. Und das kann sie so kombinieren, wie sie möchte. Also kann sie zum Beispiel mit ihrer Großaxt zuschlagen, sich danach einen Kerzenständer schnappen und damit direkt weitermachen. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, wenn du mich fragst. Danach wird es aber irgendwie uninteressant. Der Schaden von der Großaxt ist nicht weiter nennenswert. 10 Trefferpunkte, da kommt auch leider nichts dazu. Also jetzt kein Blitzschaden oder so, was ich mir irgendwie gewünscht hätte. Und auch bei den improvisierten Waffen, die bei ihr als normale Waffen gelten, ist das einzig Interessante tatsächlich, dass sie die auch als Fernkampfwaffen benutzen kann. Zu guter Letzt hat Holga noch eine Bonusaktion, und zwar Wrestling. Jetzt haben wir sie! Das ist irgendwie ganz cool und passt auch zu dem, was wir im Trailer gesehen haben. Sie kann praktisch einen Gegner packen und ihn einfach irgendwo anders hinschleudern, sollte dieser den Stärke-Rettungswurf von 15 nicht schaffen. Weiter geht's mit Simon Auma. Und das Erste, was mir hier auf der Seite auffällt, ist tatsächlich, dass sie das Format gewechselt haben. Normalerweise ist immer zuerst das Bild und danach der Statusblock. Und jetzt ist auf einmal der Statusblock zuerst und danach das Bild. Aber egal. Kommen wir mal zu seiner Hintergrundgeschichte. Simon Auma leidet unter der Last seines Familiennamens. Obwohl er der Nachkomme einer Elfe und des legendären Zauberers Elminster Auma ist, fließt Simons eigene wilde Magie unkontrolliert durch seine Adern. Simon hat noch nicht die Fähigkeit entwickelt, seine Kräfte zu bündeln, und seine Zaubersprüche explodieren oder verpuppen scheinbar willkürlich. Obwohl er von Zweifeln geplagt ist, hat sich der tapfere junge Zauberer seinen Platz in Atkins Mannschaft verdient. Er arbeitet am besten unter Druck und entfesselt seine Magie instinktiv in brenzligen Momenten. Es bleibt abzuwarten, wie er sein Potenzial weiter ausschöpft und was er mit seiner unbändigen Gabe anfangen wird. Warum fragst du denn, ob alles klar ist? Hab ich nicht. Ziemlich cool. Also haben wir hier definitiv einen Zauberer der wilden Magie. Auch er ist wieder chaotisch gut. Seine Rüstungsklasse ist 12, aber wenn er die Magierrüstung einsetzt, dann ist sie tatsächlich 15. Ein ziemlich beliebter Zauber unter Magiern, Zauberern und Hexenmeistern. Er ist tatsächlich auch schon Level 18, also wieder sehr, sehr hoch, aber seine Trefferpunkte sind mit 99 tatsächlich etwas niedriger als die der anderen. Ansonsten ist nichts weiter auffällig, außer dass er drakonisch spricht, und ich hoffe so sehr, dass wir Drachenblütige im Film sehen, weil Drachenblütige einfach zu meinem Lieblingsvolk gehören. Weil er ein Halbelf ist, hat er natürlich auch das Feenblut in sich, was dafür sorgt, dass er nicht so einfach bezaubert werden kann, also er darf damit Vorteil würfeln, und er kann nicht in Schlaf versetzt werden. Auch er hat eine besondere Ausrüstung, und hier wird es spannend. Und zwar hat er einmal den nimmervollen Beutel, ein sehr beliebtes Item unter D&D-Gruppen. Dann hat er noch zwei Paar von Sendungssteinen, also da stelle ich mir was sehr, sehr Cooles vor, besonders wenn es so eine Art Heist-Movie ist, dass dann ein Team einen Sendungsstein hat und das andere Team hat den anderen Sendungsstein und dann können die miteinander kommunizieren. Ich liebe so etwas. Und zu guter Letzt hat er dann noch das Todeszeichen. Dazu kommen wir gleich aber erst. Zu seinen Fähigkeiten gehört auch noch die wilde Magie. Sollte Simon 20 oder mehr Schaden von einer einzigen Kreatur bekommen, dann muss er tatsächlich automatisch auf der Liste der wilden Magie würfeln. Das ist dann ein W100 und er wirkt dann rein zufällig irgendeinen Zauber. Das kann ziemlich cool sein, aber auch ziemlich uncool, je nachdem welcher Zauber es ist und was sich um ihn herum befindet. Ich liebe die Idee der wilden Magie, also dass Zauber random passieren können, wenn bestimmte Dinge einfach eintreten. Und ich finde es auch so cool, dass mit dem neuen Regelwerk, also Tashas Kessel, tatsächlich jetzt auch eine Barbarenklasse die Subklasse der wilden Magie hat. Irgendwie ist das einfach herrlich. Kommen wir nun aber zu seinen Angriffen. Also entweder darf er dreimal mit seinem Quarterstab angreifen, oder er darf seinen Chaos-Pfeil einsetzen. Der Quarterstab macht gar nicht so viel Schaden auf einmal, es sind nur 2 Trefferpunkte oder sogar 3 Trefferpunkte, wenn er es mit beiden Händen hält, aber zusätzlich dazu kommen auch noch 11 Stärkeschaden. Interessant ist aber der Chaos-Pfeil. Wenn der Chaos-Pfeil trifft, dann sind das 14 Schaden. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so beeindruckend. Aber je nachdem, ob du ihn selbst spielst oder der DM ihn spielt, diese Person muss dann noch einen W8 würfeln und der bestimmt sozusagen die Schadensart, die der Chaos-Pfeil macht. 1 ist Säure, 2 ist Kälte, 3 ist Feuer, 4 ist Stärke,
5 ist Lightning, 6 ist Gift, 7 ist Psychic und zum Schluss ist die 8 Donnerschaden. Keine Ahnung, ich finde einfach, das ist ein sehr cooles Konzept. Kommen wir nun aber zum Zaubern und da kommt auch wieder die wilde Magie ins Spiel. Simon muss einen W6 würfeln und sollte dieser W6 auf einer 1 landen, dann muss auch hier wieder diese wilde Magie-Liste gezogen werden und dort muss er dann einen W100 würfeln, um herauszufinden, welchen Zauber er einsetzt. Ist es eine 2 oder höher, dann darf er die folgenden Zauber einsetzen mit dem Schwierigkeitsgrad 14, wenn das überhaupt gewünscht ist. Als Zaubertricks haben wir da einmal Magierhand, sehr nützlich für jeden Zauberer, by the way. Dann haben wir einfache Illusionen, Taschenspielerei und zu guter Letzt mit den Toten sprechen. Und da kommt jetzt dieses Todeszeichen ins Spiel, was er ja als zusätzliche besondere Ausrüstung hat. Denn dieses Zeichen braucht er, um diesen Zaubertrick zu wirken. Das mit den Toten sprechen haben wir bereits in einem gesonderten Clip zum Film gesehen. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir genau die Sachen, die wir auch in den Statusblöcken sehen, auch irgendwie im Film mitbekommen werden. Das ist einfach so cool. Dann darf er zweimal pro Tag Nebelwolke einsetzen, Magierrüstung, die dann seine Rüstungsklasse erhöht, magisches Geschoss und Spinnenklettern. Spinnenklettern verwandelt euch im Prinzip zu Spider-Man. Ich hoffe, wir werden das im Film sehen. Dann einmal pro Tag darf er Bigbys Hand einsetzen und mächtiges Trugbild. Also ist auch irgendwie Illusionszauber ziemlich groß geschrieben in seinem Repertoire. Dann zum Schluss seine Reaktion und da haben wir das schimmernde Schild. Auch das haben wir bereits im Trailer gesehen. Dreimal pro Tag darf Simon das schimmernde Schild casten und das entweder auf sich einsetzen oder auf einen Verbündeten bzw. eine Kreatur, die er im Umkreis von 3 Metern sehen kann. Dieses Schild sorgt praktisch dafür, dass es einen Widerstand gibt gegen den Schaden, den man sonst erleidet. Würde. Ziemlich nützlich. Simon die Wildcard der Gruppe sozusagen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das einer meiner Lieblingscharaktere sein wird. Um jetzt weiter beim eigentlichen Hauptcast zu bleiben, werde ich eine Figur überspringen und dann wieder zu der Figur zurückkommen. Aber als nächstes haben wir Zhang Yanda. Hier haben sie es aus irgendeinem Grund wieder normal gemacht. Zuerst das Bild, dann der Statusblock. Ich habe keine Ahnung, wie sie was sortieren. Aufgewachsen in der Nation Thay hat Zhang Yanda einen Eid der Hingabe geschworen, den Unschuldigen zu helfen. Er ist ein Ritter in glänzender Rüstung und fühlt sich wohl, wenn er seine Verbündeten zum Guten inspiriert. Die Worte, weder Tugend noch Klinge sollen zerbrechen, sind in himmlischer Sprache auf der Klinge seines Dolchschwertes geätzt. Zhang altert langsamer als ein normaler Mensch. Und mit dieser Gabe kommt die Last der Perspektive. Seine Langlebigkeit hat etwas mit Zestems albtraumhaften Aufstieg zur Macht und Zhangs knapper Flucht vor dem Lich zu tun. Zhang, der jetzt in Morbrims Schild lebt, reist durch Faerun auf der Suche nach dem Bösen, das es zu bekämpfen gilt. Er geht Probleme mit absoluter Ernsthaftigkeit an, eine Einstellung, die ihm im Gegensatz zu Atkins Nonchalance steht. Klingt wundervoll, ganz im Gegenteil. Ich weiß, ich meinte das auch ironisch. Ich halte Ironie für eine Klinge, die meist denjenigen trifft, der sie führt. So richtig witzig bist du nicht, hä? Auch hier wieder ein Charakter, bei dem sehr klar steht, welche Subklasse er hat, und zwar Paladin, Schwur der Hingabe. Kommen wir jetzt aber zu Zhangs Statusblock. Und während er natürlich die Gesinnung rechtschaffen gut hat, gibt es eine Sache, die mir richtig stark aufgefallen ist. Anscheinend ist der Level 21. 20 ist eigentlich das höchste Level, aber bei ihm darf man dann 21 W8 würfeln, um seine Trefferpunkte zu bestimmen. Dafür ist seine Rüstungsklasse auch nur 15? Finde ich irgendwie komisch. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, außer dass er tatsächlich gegen bestimmte Statuswerte immun ist. Und zwar ist er in dem Fall immun dagegen, bezaubert zu werden, verängstigt oder vergiftet zu werden. Auch er besitzt Dunkelsicht, was mich darauf schließen lässt, dass er ein Elf ist, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ansonsten kann er halt die Sprachen Gemeinsprache, Thayen, also da wo er herkommt, und die Gemeinsprache des Unterreichs. Das kann interessant werden, weil wir da auch schon im Trailer gesehen haben, dass die ja irgendwie dahin kommen und dort diesen Helm suchen. Was richtig cool ist, ist, dass er als Paladin der Hingabe die Aura des Schutzes hat, was ihn und seinen Gefährten, die sich im Umkreis von 3 Metern befinden, tatsächlich erlaubt, mit Vorteil auf Rettungswürfe zu werfen. Paladine können echt cool sein. Wie jeder andere Charakter darf auch er mehrmals angreifen. Er darf gleich 3-mal mit seinem Dolchschwert angreifen und seinen Dolchschwertschwung benutzen. Was das bedeutet, werden wir gleich lesen. Er kann aber auch stattdessen die reinigende Berührung einsetzen, wenn diese zur Verfügung steht, weil er die nur einmal pro Tag einsetzen darf. Sein Dolchschwert hat gleich mehrere Formen und auch das haben wir bereits im Trailer gesehen, wenn er praktisch sein Schwert irgendwie so rausschießt und dann noch diesen kleinen Dolch in der Hand hat. Also im Prinzip hat er einmal die Klinge, in dieser Klinge steckt
der Dolch und dann hat er nochmal den Dolch selbst als Waffe. Ziemlich kompliziert und das werden wir auch gleich nochmal sehen. Wie gesagt, er hat mehrere Formen, wie er sein Schwert einsetzt. Einmal als Langschwert. Wenn er damit trifft, dann macht er entweder 8 Trefferpunkte Schaden oder 9 Trefferpunkte Schaden, wenn er es in beiden Händen führt. Und zusätzlich dazu macht er auch noch 6 gleißenden Schaden, weil es eine heilige Waffe ist, schätze ich mal. Es wird nicht explizit gesagt, dass das eine magische Waffe ist, aber das würde ich definitiv als magische Waffe bezeichnen. Die nächste Form, die er einsetzen kann, ist das Kurzschwert, also praktisch nur die Klinge, und den Dolch. Wenn er damit trifft, sind es 7 Schaden plus 6 gleißenden Schaden. Dann kommen wir nun zu dem Dolchschwert-Schwung, beziehungsweise Dagger Sword Flourish. Das sorgt praktisch dafür, dass es in die eine oder andere Form geht und dann gibt es da noch verschiedene Möglichkeiten, wie er das einsetzen kann. Das nennt sich dann Dolch-Schwert-Verschiebung. Es ist echt super kompliziert. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er eigentlich der letzte Charakter in der Liste ist. Und zwar kann er einmal durch den Dolch-Schwert-Schwung sein Langschwert vom Dolch lösen und es praktisch wie eine Fernkampfwaffe benutzen. Wenn er sich dazu entscheidet, sein Langschwert auf diese Art und Weise zu werfen, dann muss sein Ziel einen Geschicklichkeitsrettungswurf gegen 14 machen. Wenn es diesen Geschicklichkeitsrettungswurf nicht schafft, dann wird es praktisch vom Schwert aufgespießt und erleidet 14 Stichschaden. Zusätzlich dazu wird es auch noch auf den Boden geworfen. Ihr fragt euch jetzt sicher, hey, was bringt es überhaupt, wenn man auf den Boden geworfen wird? Naja, ganz einfach, die Verbündeten haben dann einen Vorteil, wenn man diese Kreatur auf dem Boden angreift. Möchte. Man hat dann wortwörtlich den High Ground, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist die erste Variante, die er einsetzen kann. Die andere Variante ist das Kurzschwert und den Dolch gleichzeitig zu benutzen. Wenn er das tut, muss jede Kreatur seiner Wahl im Umkreis von 3 Metern um ihn herum einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen, auch gegen 16. Wenn das trifft, dann sind das 7 Schaden, die die Kreaturen erleiden und sie sind zusätzlich, bis Senk wieder dran ist, im Nachteil bei Angriffswürfen. Das ist ziemlich insane. Sollten sie aber den Geschicklichkeitsrettungswurf schaffen, dann erleiden sie nur halb so viel Schaden und sind nicht im Nachteil bei Angriffswürfen. Mit der reinigenden Berührung kann Senk einem Ziel 27 Trefferpunkte zurückgeben. Und sie kriegt zusätzlich noch die Auswirkungen von schwacher Genesung. Das kann man dann einfach nachlesen. So, jetzt kommt aber der spaßige Teil. Diese Dolchverschiebung, also welche Form praktisch Senk für sein Schwert benutzt, kann er als Bonusaktion einsetzen. Also kann er das machen und dann angreifen. Oder er kann zuerst angreifen und das im Nachhinein vorbereiten. Ziemlich cool, ziemlich abgefahrener Charakter. Jetzt gehen wir wieder aber ein Stückchen hoch in der Liste und gucken uns Sophina an. Die rote Magierin, die sowas wie die Antagonistin im Film sein wird. Oder eine Verbündete. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher. Sophina ist eine rote Zauberin von Thay. Eine Elite-Magierin mit Verbindung zur tyrannischen Magokratie von Thay. Sophina ist auf Nekromantie spezialisiert. Todesmagie und Furcht sind beides Werkzeuge in ihrem Arsenal. Da Rotmagier außerhalb von Thay gemieden werden, verbirgt Sophina ihre Zugehörigkeit und weist jeden, der ihr Freundschaft sucht, kalt ab. Als gewiefte Unternehmerin hat sie geduldig ihre Figuren in Position gebracht und ihre großen Pläne nehmen nun Gestalt an. And the Red Wizard, powerful and ruthless. Verstehst du jetzt ein bisschen, warum ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie eine Antagonistin ist oder sogar später zu einer Verbündeten wird? Weil auch schon im Text drinne steht, dass sie Freundschaften abweist. Aber dann muss ihr ja auch erstmal Freundschaft entgegengebracht werden, damit sie das abweisen kann. Also, wer weiß. Kommen wir nun aber zum Statusblock. Und hier fällt mir direkt auf, dass sie neutral böse ist und nicht rechtschaffend böse oder chaotisch böse. Auch das finde ich irgendwie sehr interessant. Passt sehr zu den Gedanken, die ich mir vorhin gemacht habe. Also, ist sie eine Verbündete? Ist sie eine Antagonistin? Who knows? Rüstungsklasse 14 dank ihrer magischen Robe oder 17 mit der Magierrüstung. Also ist ihre Kleidung auch irgendetwas Besonderes, aber das werden wir gleich erfahren. Ansonsten hier nichts Neues, was mir jetzt so spontan auffällt, außer dass sie eine Schadensresistenz gegen Nekrotisch hat. Und die andere Sache, die mir direkt aufgefallen ist, sie hat das höchste Challenge Rating von allen Charakteren. Challenge Ratings, also Herausforderungsgrade, sind folgendes. Wenn ihr versucht, einen Kampf zu gestalten, dann bestimmt der Herausforderungsgrad, wie schwer dieser Kampf für eure Gruppe eines bestimmten Levels sein sollte. Und mit dem Herausforderungsgrad 15 ist das schon enorm hoch. Die anderen lagen mit ihrem Herausforderungsgrad meistens so bei 5, nur Senk hatte 10
und sie hat 15. Besondere Ausrüstung, und da kommen wir auch direkt zur Magierrobe. Sophina trägt eine Magierrobe, welche ihr einen Bonus auf ihre Rüstungsklasse von plus 2 gibt. Außerdem erhält sie noch einen plus 1 Bonus auf Rettungswürfe. Das kann sehr, sehr nützlich sein. Auch sie hat wieder Multi-Angriffe. In dem Fall sind es 3 nekrotische Schläge. Und was diese nekrotischen Schläge sind, das erfahren wir auch jetzt sofort. Und zwar handelt es sich dabei um einen Nahkampf- oder Fernkampf-Zauberangriff. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch schon im Trailer gesehen haben. Und jetzt wird es einfach verrückt, weil sie macht definitiv den meisten Schaden von allen Charakteren. Wenn sie trifft, macht sie 32 nekrotischen Schaden und sie kann das 3-mal einsetzen. Das ist krass. Viel krasser sind aber noch ihre Zauber. Da hat sie zum einen ihre Zaubertricks. Auch hier haben wir wieder die Magierhand, Botschaft und Taschenspielerei. Also nichts so Verrücktes. Dann darf sie 2-mal am Tag folgende Zauber einsetzen. Fluch, Bigby's Hand, Dimensionstür. Das haben wir tatsächlich bei Doric im Trailer gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es steht nicht in ihrem Statusblock drin. Dann die eben angesprochene Magierrüstung. Dann haben wir etwas, was sich Utilux unverwüstliche Sphäre nennt. Es gibt die unverwüstliche Sphäre als Zauber, aber ich kenne sie nicht als Utilux unverwüstliche Sphäre. Deswegen hat mich das etwas verwirrt. Und dann kann sie noch den Zauber Donnerwoge. Einmal pro Tag darf sie E-Wards schwarze Tentakeln einsetzen. Auch den Zauber kenne ich nicht so genau. Ich kenne den Zauber schwarze Tentakeln. Und Finger des Todes und Zeitstopp. 2 sehr nützliche Zauber. Dann haben wir den Zauber Metroidenschwarm und der ist extra aufgelistet und es macht total Sinn. Auch diesen Zauber kann sie nur einmal pro Tag einsetzen. Sie kann gleich 4 Sphären beschwören. Das ist dann sozusagen der Metroidenschwarm. Und dieser explodiert mit einem Radius von 12 Metern. Das ist super viel in D&D. Aber es kommt noch krasser. Sie kann das überall einsetzen, in einem Radius von 1,6 Kilometern. Ich musste das ausrechnen, weil im Originaltext einfach eine Meile steht. Wenn sie das sehen kann, innerhalb von einer Meile, also 1,6 Kilometern, dann kann sie das überall in diesem Bereich beschwören. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber habt ihr schon mal eine Battlemap gehabt, die überhaupt so groß war? Aber das ist noch nicht alles. Also sie kann praktisch jeden überall jederzeit erwischen, ohne Probleme. Wenn sie jemanden mit dieser Sphäre trifft, und wie gesagt, das Ding hat einen Radius von 12 Metern, dann muss diese Person, die sich in dieser Sphäre befindet, einen Stärke-Rettungswurf gegen 18 machen. Das ist schon übertrieben hoch. Und wenn sie das nicht schafft, diese Person in dieser Sphäre, beziehungsweise die Person nennen, weil es wird definitiv mehr treffen, dann erleiden die einfach 35 Feuerschaden und 35 Wuchtschaden, also 70 Schaden insgesamt. Solltet ihr das aber schaffen, also den Stärke-Rettungswurf gegen 18, dann sind es nur 35 Schaden. Nur halb so schlimm, ist nicht so wild. Das Gute ist, selbst wenn sie die Sphären so anlegt, dass ihr eigentlich von mehreren Sphären auf einmal getroffen werden sollte, trifft immer nur eine. Wenigstens das ist fair. Und sie kann das nur einmal pro Tag einsetzen, also der schlimmste Schaden ist dann schon bestanden. Aber nicht nur das, sie hat noch eine Bonusaktion, die sie einmal pro Tag einsetzen darf, und zwar Gespenster beschwören, beziehungsweise ein Gespenst beschwören. Im Prinzip sagt es nur, dass sie in einem unbesetzten Bereich von 18 Metern um sie herum ein Gespenst beschwören kann, und auch das findet man dann im Monsterhandbuch. Das hat sie dann sozusagen als Gefährten an ihrer Seite, und dieses Gespenst wird auch direkt nach ihr in der Initiativenreihe immer seinen Zug machen. Das ist nur ein, ich sag jetzt mal, sehr cooler Abschluss zu diesem sehr verrückten Statusblock. Aber ja, das waren jetzt die 7 Charaktere, die wir auch alle in Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben sehen werden, die ihr für euer Spiel benutzen könnt. Egal, ob ihr sie selbst spielen wollt oder sie als NPCs oder sogar Gegner haben wollt. Ganz ehrlich, bei vielen dieser Werte müsstet ihr schon eine ziemlich erfahrene Gruppe sein, wenn ihr gegen die kämpfen wollt. Aber hey, ich werde euch nicht aufhalten. Was hältst du von diesen Charakterblöcken und soll ich mir mal öfter solche Charakterblöcke anschauen? Schreib mir das definitiv unten in die Kommentare. Nochmal vielen lieben Dank an dndeutsch.de. Auch wenn ihr nicht wisst, dass ihr mir geholfen habt, ihr habt mir wirklich stark geholfen. Und wenn du mir jetzt noch ein Trinkgeld geben möchtest, dann lass doch einfach ein Like, Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Dann bist du nämlich einer meiner Stammgäste. Diese Runde geht wieder auf mich. Ich kann es kaum erwarten, den Film endlich zu sehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf die Gesundheit und recht viel Glück.